Hallo und herzlich willkommen zu meiner Minecraft Tutorials. Heute soll es mal um ein Plugin gehen, mal wieder, und zwar um das Plugin Jail für die Minecraft Beta 1.7.3. Ja, was ist dieses Plugin? Ihr kennt es sicher. Irgendeiner hat irgendwelche Scheiße gemacht, hat irgendwo Lava ausgekippt auf eurem Server, hat irgendein Haus zerstört, was nicht protected war, keine Ahnung, hat irgendwas gemacht, was er nicht sollte. Und jetzt will man ihn nicht irgendwie bannen oder so, sondern man möchte ihn eigentlich nur temporär bannen, gibt sicher auch Programme für. Aber was dieses Plugin macht, ist einfach noch ein bisschen lustiger und auch für Zuschauer ganz witzig. Dieses Plugin enabled, also ihr müsst halt ein Gefängnis bauen, wie zeige ich gleich. Ihr könnt natürlich in verschiedenen Variationen, größer, kleiner. Ich baue einfach mal so ein 0x15 Gefängnis oder ich habe schon aufgebaut, wenn ich dann reinkommen in Minecraft, und auf jeden Fall könnt ihr dann solche Zellen bauen, ihr könnt halt verschiedene Jails bauen im ganzen, in der ganzen Welt verteilt, und in diesen Zellen könnt ihr, in diesen Gefängnissen könnt ihr halt Zellen bauen, da könnt ihr dann halt eure Gefangenen, also ja genau, die Gefangenen, also die Übeltäter reinstecken, und die bleiben dann für eine bestimmte Zeit, die ihr selbst bestimmen könnt, da drin. Und falls sie irgendwie flüchten wollen oder so, gibt es dann auch extra Wachen. Genau, wir legen gleich mal los. Ist nicht so schwer, ihr müsst euch eigentlich nur diese jail.zip.ra, wartet mal, ich werde ja gerade angerufen, geht gleich weiter. So, da bin ich, war da aber gerade ganz kurz, sonst hätte hier das ganze Zeit so ein blöder Ton gekommen. Ja, genau. Ihr nehmt einfach diese Jail Jar und noch diese zwei Teile hier auf jeden Fall. Und geht in euren Serverordner, 32-Bit, Plugins, und zieht hier einfach so rein. Ja? Und die Datei könnt ihr euch natürlich in der Videobeschreibung unter den Download-Links herunterladen. Ich wurde nämlich hier gerade, als ich es sagen wollte, von meinem Handy unterbrochen. Okay. So, also wir drücken Windows. Nee, ich bin schon wieder völlig aus von der Rolle, weil ich jetzt gerade völlig in meinem Redefluss unterbrochen wurde. Also wir sind jetzt hier fertig, wir können einfach nur einen Server starten. 32-Bit Bucket Server. Und ihr seht schon jetzt hier gleich, genau, loaded 0 Jail Zones, 0 Prisoners, 0 Cells. Alles klar. Und jetzt können wir nochmal reingucken, Plugins, da haben wir ja schon die den Ordner hier Jail mit reingefügt. Da ist einmal hier noch so eine Permissions drin. Die können wir uns angucken, müssen wir aber nicht, ihr könnt euch selber angucken. Proc, Destroy, Protection, könnt ihr euch alles angucken, kann man alles einstellen. Aber, genau, ihr könnt nochmal die ganzen Message machen, wenn man dann im, Ding ist. Und, ja, genau. Legen wir gleich mal los, guckt euch einfach selber an, will ich jetzt auch gar nicht so groß zeigen. Boah, ich will euch das Ingame noch zeigen, weil das auch nochmal ein Stückchen zu erklären ist. Und, ja, alles klar. So, jetzt gehen wir auf Multiplayer und Localhost. So Leute, hier sind wir schon in-game. Bin ja schon im Jail drin. Das ist jetzt hier so. Ich muss mal. Das ist jetzt so mein Gefängnis. Das sind die Außenmauern. Das ist, hier so ein schöner Holzboden. Und das ist eigentlich nur das Jail hier mit den Zellen. Das ist ja eigentlich nur der Schutzbereich sozusagen. Das ist eigentlich nur richtig provisorisch eingerichtet. Und es hört auf zu regnen. Wie toll. Richtig provisorisch eingerichtet, also ihr könnt ein total riesige Gebäude bauen mit unzähligen Zellen, ist dann halt mehr Arbeit, aber ja, ich habe jetzt einfach nur ein ganz kleines gebaut und ihr könnt da richtig riesige Bauwerke und richtig coole Gefängnisse draus machen. Also ich habe jetzt nur so ein Vorführhaus gebaut, ne? Alles klar, also als erstes mal schauen wir ja kurz rein, das sind hier die Zellen, nicht sehr gemütlich, aber was soll's, da auch noch, alles klar. Okay, als erstes müssen wir mal unser, also dieses ganze, diesen Komplex hier protecten. Wie machen wir das? Wir nehmen unser Schwert, und zwar um protecten Wort zu, damit die Leute nicht irgendwas kaputt machen können, um auszubrechen. Also, wir drücken hier in das Schwert und geben erstmal ein, um das zu starten, geben wir ein, Jail Create. Dann den Namen. Das nennen wir, New. So, jetzt müssen wir, nehmen wir Rechtsklick einmal hier drauf, First Point Selected, Set Now Select Second Point, also so ein hier Quader selecten. So, haben wir. So, jetzt müssen wir ins Jail gehen und dahin gehen, wenn wir uns zum Jail porten, wo wir rauskommen. Das wäre dann dieser Punkt hier. Und dann rausgehen, wo die Leute hinkommen, wenn sie aus dem Jail entlassen werden. Das wäre dieser Punkt. Ihr könnt natürlich auch außerhalb des Jails sitzen, aber ich will jetzt nicht nochmal die Mauern auseinandergraben. Jail created successfully.
Okay, jetzt geht's weiter. Wir gehen hier rein und wir brauchen ja natürlich auch Zellen. Da geben wir ein jail create cells. Und ja, jail create cells. Ach genau, den Namen noch. Jail create cells new. Alles klar. First you must select the port point for the cell, also wo die Leute reinkommen. Das wäre einmal dieser Punkt. Now, jetzt machen wir ein Sign, das machen wir hier hin. Und da machen wir Rechtsklick drauf. Jetzt brauchen wir eine Kiste, wo die Leute ihre Sachen reinkriegen. Die stellen wir hier und drücken da jetzt drauf. Und wenn man dieses Sign, also da drauf drückt und die Leute reinkommen, dann steht drauf, was sie gemacht haben, wie lange sie noch drin sind. Und jetzt können wir den Namen geben, einfach in den Chat schreiben, ohne irgendwelche Striche. Und den nennen wir jetzt Cell 1. Alles klar. Jetzt können wir gleich das nächste bauen. Da setzen wir die Dinger gleich vorher schon mal rein. Und Umbridge ist jetzt im Spiel gejoint, das wird jetzt mal unsere Testperson sein. Hier machen wir mal das Schild außen dran. Okay, jetzt drücken wir wieder hier den einen Punkt, wo die reingeteleportet werden. Dann ein Sign, die Kiste und jetzt der Name Cell 2. Alles klar. Und jetzt können wir eingeben Jail Stop. Jetzt haben wir unsere zwei Zellen created. Und jetzt sind wir eigentlich soweit fertig. Denn wir können jetzt hier Umbridge, die hier, einmal geschlagen, können wir jetzt jailen, indem wir eingeben Jail. Jail Umbridge. Ja, genau. Jetzt wird sie ja bösartig. Und zwar Jail Umbridge, jetzt müssen wir den Namen des Gefängnisses eingeben. New Doppelpunkt. Dann den, vielleicht schlägt die mich schon, den Namen der Zelle, Zelle 2 und wie lange? 20, wir sagen einfach mal, so jetzt da, die mich jetzt dreimal schlagen hat, 50 Minuten. Plus, warum? Wir machen einfach mal Annoying als Grund. Ja, das ist gefailed. Wir haben es nämlich falsch gemacht. Muss nämlich erst Jail, den Namen, Umbridge. Dann wie lange? Wir machen 50, 40. Jailname ist New. Cellname ist Cell 2. Und Reason ist Annoying. Alles klar. Player jailed. Da wurde Umbridge gejailed und wir haben die Tür offen gelassen. Bleibt drin, bleibt drin. Ja, wir haben jetzt hier gerade. Die ist wieder reingegangen. Wie blöd ist die denn eigentlich? So, jetzt steht hier draußen Umbridge 30 Minutes for Annoying. Alles klar, kann ich mich nicht ja selbst jailen. Würde mich mal interessieren. Und die kann jetzt gerne mal versuchen, irgendwelche Blocks kaputt zu machen. Das Glas zum Beispiel. Gucken, ob es das macht. Und es klappt nicht. Wir sehen schon, sie hat draufgeschlagen. Und sie, ach ja, sie hat 15 Minuten nochmal draufgekriegt, weil sie irgendwas kaputt gemacht hat. Und sie macht jetzt hier die ganze Zeit irgendwas kaputt. Versucht zumindest. Und kriegt damit jetzt ordentlich Minuten drauf. Wir lassen sie mal kurz raus, um zu zeigen, was passiert, wenn jemand flüchten will. Bitte schön, ich wünsche einen schönen Tag. Ja, raus mit dir. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, was passiert. Ist ja klar, dass es sie nicht einfach so flüchten kann. Und sie wird von bösartigen Hunden angegriffen, gegen die sie keine einzige Chance hat. Jetzt greifen die mich an, oder was? Wo sind wir denn hier? Also es ist gefährlich, hier auf dem Gelände zu sein, wie ihr schon seht. Und sie ist jetzt wieder hier drin und sie wird wieder von den Hunden. Wir machen mal die Zelle wieder zu. Sieht gleich, sie stirbt gleich wieder. Passt mal auf. Das greift ihr mich an. Und jetzt ist sie wieder in ihrer Zelle drin. 249 Minuten. Man kriegt jedes Mal 30 Minuten drauf, wenn man hier irgendwas macht. Und ja, die will hier wohl anscheinend ewig drin bleiben. Also soll sie ruhig weitermachen. Und wir holen sie jetzt einfach mal raus, indem wir eingeben: Unjail Umbridge. Hallo Umbridge. Und in dieser Kiste da waren ihre Sachen drin, die sie hatte, bei sich hatte. Aber die, also die waren jetzt nicht irgendwie, also die hatte keine Sachen dabei. Also das weiß ich. Sonst hätten wir sie uns angucken können. Und ja, genau. So viel gibt es gar nicht dazu zu sagen mehr zu diesem Plugin. Also wenn euch mein Tutorial gefallen hat, dann einfach liken, abonnieren und ja, auch favorisieren. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.